Was habe ich euch heute mitgebracht? Mal wieder ein How-to-Skat-Video. Habe ich ja lange nicht gemacht. Eine gute kleine Aufwärmübung, um in dieses Skatjahr zu starten. Und ihr könnt euch ja schon mal kurz überlegen, auf welche Frage diese Verteilung die Antwort sein könnte, während ich die Chance nochmal nutzen möchte, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken für die großartige Unterstützung im abgelaufenen Jahr. Ich habe fürs Jahr 2021 mir viel vorgenommen, neue Formate. Ich möchte natürlich mehr Spieler für Skat begeistern und da zähle ich auch auf eure Unterstützung. Wenn jeder von euch einen Freund mit an den Skat ranführt, dann können wir doch gemeinsam in diesem Jahr auch wieder viel erreichen. So, dann schauen wir uns mal an, was ich hier für euch vorbereitet habe. Es gab eine Frage von Yannick. Was mich sehr interessieren würde, ist, wann es in absoluten Ausnahmen natürlich sinnvoll ist, auch mal Trumpf zu drücken. Kann mir das nur halbwegs vorstellen, wenn man Trumpf schwach ist und beide Vollen in Trumpf hat, also Ass und 10, und eine Gegenreizung genau die Farbe, die man auch spielen wollte, gereizt wurde, sodass man eben befürchten muss, dass beide Vollen wohl nicht durchkommen, dass man zumindest das Trumpf Ass oder die Trumpf 10 drückt. Fände ich mega interessant, vielleicht machst du dazu mal ein Video, Daniel, würde mich sehr freuen und wie immer war sehr unterhaltsam. Ja, Yannick, machen wir natürlich und als erstes gleich mal aufräumen mit so ein paar Grundannahmen, die du da getroffen hast, in absoluten Ausnahmen, das würde ich hinterfragen. Also das finde ich zweifelhaft. Es ist gar nicht so selten, dass Trümpfe gedrückt werden und richtig ist natürlich die Ansage, das Spiel ist irgendwo trumpfschwach, trotzdem ist es eher sehr selten, dass du Trumpf Ass oder 10 drückst, denn dann müsste deine Beikarte ja auch sehr stark sein. Und in so einem Fall wird häufiger mal ein Grang ohne 4 in Erwägung gezogen, also Trumpf Ass ist gar nicht so oft jetzt eine Karte, die gedrückt wird, eher ist es die Trumpf 10 bei einem Spiel ohne 5. Aber kommen wir gleich dazu, ich habe euch insgesamt 3 Beispiele vorbereitet und dann noch ein etwas verborgenes Zusatzmotiv. 1, 2, 3, jetzt geht's los. Das erste Beispiel, diese Verteilung habe ich gespielt im Game Duel Skat Masters Finale 2015, habe bei 18 in Mittelhand das Spiel bekommen und habe mich dann entschieden, 20 Augen zu drücken und Karo zu Trumpf zu machen. Trumpf 10 geht also in den Keller und warum? Ja, natürlich, weil sie da am sichersten aufgehoben ist und weil es an sich gar keine Chance gibt, die Trumpf 10 irgendwo nach Hause zu bringen. So allerdings ist der Plan ganz einfach. 5 Volle sollten ganz locker zu mir gehen, wenn nämlich Herz Ass 10 läuft und Pik Ass. Auf Herz 10 gibt es schon die Dame als Pflichtbild und damit stehen wir dann schon bei 55 Augen und der Zusatzplan ist eben entweder in Pik eine Dame zu bekommen, in Herz noch zusätzlich den König zu bekommen oder in Kreuz den König nach Hause zu bekommen. Es gab also diverse Möglichkeiten und das Spiel konnte ich mit dieser Drückung auch gewinnen. Grang wäre deutlich riskanter, denn es kann ja etwa Karo auf den Tisch kommen und auf die zweite Runde Karo fliegt dann schon in Pik oder in Herz eine Karte raus. Deswegen hier definitiv der Karo die beste Idee und 20 Augen in den Keller. Dabei ist dann ein Trumpf. Beispiel 2. Mit folgender Karte bot ein junger Mann in Hinterhand 18, bekam den Zuschlag und fand Kreuz 10 und König nicht gerade eine Traumfindung, zweimal die vierte Farbe. Doch was hat der Teufelskerl dann mit diesem Spiel getan? Ja, natürlich, er hat 2 Trümpfe gedrückt, 14 Augen und hat dann Kreuz zu Trumpf gemacht. Warum hat er das gemacht? Weil er hier erkannt hat, dass er auf die Asse diverse Pflichtbilder bekommt. Also 14 Augen in Herz, 14 Augen in Pik, 18 Augen in Karo plus die 14 gedrückt, das sind schon 60. Die Hinterhandposition verspricht, dass hier etwa in Pik oder in Herz ein extra Auge durch einen König auftauchen könnte oder die blanke Karo 10. Und genau so wurde das Spiel dann auch gewonnen mit 61 Augen. Und da zählt eben jedes Auge, was im Bunker ist. Ich würde sagen, eine absolut gute Idee, denn mit dieser Kreuzansage bist du gar nicht so weit darauf angewiesen, dass die Gegner einen Fehler machen. Wenn du jetzt hier etwa Karo spielst, dann brauchst du natürlich den Einstich des Karo Asses in Kreuz und das ist einfach viel riskanter. Was fällt euch denn zu dieser Karte ein, sagen wir mal in Mittel- oder in Hinterhand? Ja,
Eine Idee wäre wohl, hier 21 in Karo zu drücken und den Karo zu spielen. Kommt man mit den 14, 14 und 11 dann auch schon auf 60 Augen, müsste jetzt noch mit dem Pik Buben einen Stich machen oder ein Pik oder Herz, einen König bekommen oder ein Kreuz noch ein Bild oder eine blanke 10, also da gäbe es schon einige Möglichkeiten. Trotzdem gibt es, denke ich, noch eine bessere Lösung, die noch ein bisschen krisenfester ist und die noch einfacher daherkommt und eben auch mehr Punkte verspricht. Mit 4 Assen, einer 10 und Pik Buben wollen wir doch natürlich den Rang spielen. So, und man kann natürlich sagen, ja, wenn Karo, Ass und 10 läuft, dann kriege ich hier meine 28, dann komme ich ins Ziel, aber das ist natürlich ein großes Risiko und dieses Risiko lässt sich minimieren, indem hier ein Karo voller gedrückt wird. Aus optischen Gründen sagen wir mal die Karo 10. Ja, und wenn wir jetzt eben durchziehen, 10 im Keller, 21, 32, 43, 54 plus die beiden Bilder 60, ja, auf 60 stehen wir schon. Was sollten wir dann bei diesem Rang noch drücken? Genau, den Pik Buben mit dazu auf 62. Jetzt müssen einfach nur die vier Asse laufen. Dass wir mit dem Pik Buben groß was anfangen können, ist sowieso nicht anzunehmen. Also eine wunderschöne Drückung, bei der der Profi dann den Rang spielt. Auch eine schöne Karte, oder nicht? Stellt euch mal vor, so ein Blatt bekommt ihr in Vorhand. Was werdet ihr damit wohl anfangen? Ja, nun ist es ja alles verraten, aber das ist hier das nicht ganz so bekannte Zusatzmotiv. Das Spiel ist natürlich zu schlecht, um damit einen Rang zu spielen. Das wäre ein sehr hohes Risiko. Klar, kann man jetzt auch machen, aber in drei Stichen ist man schon schnell rasiert. Also deutlich solider ist hier der Kreuz. Und wenn wir eben den Kreuz spielen mit 7 Trümpfen, selbst wenn alle 4 Trümpfe dagegen stehen, gibt es natürlich keinen Trumpfstich. Nicht so versierte Skatspieler drückt jetzt hier vielleicht die Karo 10 mit in den Keller oder etwa die Karo 8, um hier eine Stärke zu behalten, aber mit beiden Drückungsvarianten, Karo 10 runter oder die Karo 8 runter, gibst du den Gegnern die Chance, aus dem Schneider zu kommen, in diesem Fall mit nur einem Stich über 30 und in diesem Fall mit zwei Stichen, wenn Karo 7, 9 Ass in einer Hand steht. Deswegen wird der versierte Spieler hier einen dieser drei Trümpfe einfach drücken und damit ist es mit Sicherheit ein Kreuz mit 4 Schneider, denn die Gegner werden nur einen Stich bekommen. Nach Abzug der Trümpfe kann Karo Dame fortgesetzt werden, Karo König und falls er eben auch getaucht wird, dann muss danach nicht die Karo 10 angeboten werden, sondern die Karo 8 rausgespielt werden. Was wahrscheinlicher ist, dass spätestens der Karo König rausgenommen wird und dann hat eben die 10 den Stich gegen die 9 und damit ist der Schneider gesichert. Ja, Yannick, dann hoffe ich, dass ich damit deine Frage beantworten konnte. Quintessenz ist, du brauchst einen Plan, der für 61 oder mehr Augen taugt, und da können selbstverständlich die Trümpfe eine entsprechende Rolle spielen. Es